du mal hin? Ich muss noch mal eben auf die Toilette. Mama, kannst du später gehen, bitte? Ach, Marcel, bitte stell dich doch nicht so an. Schon mal den Levin, den kennst du auch. Und ich bin auch gleich wieder da, ja? Bitte. Du hältst nachher vor dem Richter die Klappe, okay? Ja. Ich sag's dir, wenn du da drin irgendwas sagst, du sagst gefälligst, dass ich dich nicht erpresst habe und dass ich dir keine Schokoriegel gegeben habe, klar? Ja. Ich sag's dir nur noch mal zur Sicherheit, okay? Du weißt, was sonst passiert. Sonst stellst du das Foto von mir ins Netz. Ganz genau. Und wenn du das nicht willst, dann hältst du die Klappe, okay? Ja. Weißt du, wo Tatjana ist? Nee. Weil... Ist was? Ist alles in Ordnung. Wieso? Ich hab nur was ins Auge bekommen. Wenn du aus, als ob du geheult hättest. Nee, ist alles in Ordnung, Mama, wirklich. Marcel Schließer, bitte. Na, komm. Dann sehen wir uns nachher, ja? Ja. Bis dann. So, Marcel, komm mal bitte in die Mitte. Nimm hier Platz. Du weißt, dass du hier als Zeuge aussagen sollst. Und du weißt auch, dass du dich strafbar machst, wenn du was Falsches sagst, ja? Ja. 55 StBO vorsorglich belehre ich dich, dass du auf Einzelfragen nicht antworten musst, wenn du dich selbst belasten könntest. Du heißt Marcel Schließer, du bist 16 Jahre alt, wohnst in München-Gladbach, ledig, Schüler, verwandt, verschwägert mit Angeklagten. Nee, Sina war meine Weile in Abnehmklinik, in der ich immer noch bin, daher kenne ich sie. Und am 11. März, da war die Sina auch bei euch in der Klinik noch, als Patientin. Kannst du mir mal erzählen, was da an dem Abend so gegen 21 Uhr passiert ist? Ja, es gab einen Feueralarm in der Klinik, deshalb bin ich auch ganz schnell aus dem Gebäude rausgerannt. Und bevor ich draußen war, konnte ich durch die Fenstertür Sina sehen. Wo hast du sie denn gesehen? Ja, Sina war unten im Innenhof und ist dann zum Haus von Frau Dr. Otto gelaufen. Das ist so ein Schmarrn. Ich bin ganz gechillt im Innenhof geblieben. Gar nicht. Ich habe genau gesehen, wie du zum Haus von Frau Dr. Otto rübergegangen bist. Also ich war auch so vom Feueralarm abgelenkt, dass ich nicht gleich gesehen habe, ob du vielleicht ins Haus reingegangen bist. Aber als wir später in unseren Zimmer reingehen durften, da habe ich genau gesehen, wie du aus dem Haus rausgekommen bist, Sina. Ja, klar. Ey, das ist so mies, wie du hier einfach rumlügst. Sina. Ich hab dich nie wie Luft behandelt, so wie die anderen, ja? Und jetzt kommt sowas. Ich war immer nett zu dir. Sina, lüg doch nicht. Ich hab genau gesehen, wie du aus dem Haus von Frau Dr. Otto ausgegangen bist. Ja, eben nicht. Und du bist in den kleinen Wald gelaufen und in der Hand hattest du auch was. Du hast was hat sie denn in der Hand gehabt? Ja, das hat so ausgesehen, als Sina Geld in ihre Tasche reinstecken wollte. Aber viel Geld, das war, das konnte ich leider nicht sehen. Ey, jetzt fahr mal einen Gang runter. Du hast nur mitbekommen, ja? Dass der erste Verdacht auf mich fällt. Und dann hast du dich mit deiner Aussage so rangehängt, dass du mich jetzt noch mehr in die Pfanne hauen kannst. Hab ich da keinen Grund zu, meine Güte. Hatte er wohl. Er will meine Mandantin belasten, damit er selber ungeschoren davon kommt. Denn er hat da bei der Frau Dr. Otto den Apfelstrudel und das Geld entwendet und sie dann niedergeschlagen, nicht wahr? Nee, ich würde mich nie trauen, heimisch ins Haus von Frau Dr. Otto reinzugehen. Selbst wenn die Tür nur sperrangeweit offen wäre. Aber der Duft von frischem Apfelstrudel, der hat dich magisch angezogen und da hast du nicht widerstehen können. Das stimmt nicht. Seitdem ich jetzt in der Klinik bin, habe ich mittlerweile schon 17 Kilo abgenommen. Und durch so eine Aktion würde ich nur alles kaputt machen und das will ich nicht. Und wieso machst du dann für Levin alle Matheaufgaben gegen Schokoriegel? Ich habe noch nie für Levin Hausaufgaben gemacht. Schokolade bis jetzt auch noch nicht. Was soll das? Da hören Sie es. Danke, Marcel. Klar schreitet der das ab. Der will doch bloß nicht zugeben, was er für den Süßkram alles tut. Dass er sogar seinen geliebten MP3-Player dafür hergibt, hm? Quatsch, das werde ich nie machen. Und wo ist denn dein MP3-Player? Hast du den dabei? Nö, den habe ich auf meinem Zimmer in der Klinik. Das ist doch gelogen. Levin hat doch in Wahrheit diesen MP3-Player. Er hat ihn von dir erpresst. Und zwar erpresst er dich mit einem Foto, nicht wahr? Was denn für ein Foto? Levin hat dich bei deinem Einbruch bei der Frau Dr. Otto gesehen und fotografiert. Vetter, aber so ein Foto, das Sie meinen, das gibt es einfach nicht. Weil ich nie bei Frau Dr. Otto eingestiegen bin, wirklich. Wie oft denn noch? Dann werden wir wahrscheinlich nachher noch ganz genau dazu die Tatjana Wöhler befragen müssen. Die hat das nämlich alles ganz genau gehört und beobachtet. Das ist mir egal. Ich mache mir schon lange nichts mehr aus Süßkram. Aber dennoch wurden bei einer Zimmerkontrolle bei Marcel versteckte Schokoriegel gefunden. Und da frage ich mich schon, woher er die wohl hatte. Das war vielleicht ein schwacher Moment bei mir. Mehr nicht. Vielleicht hatte er ja in der Küche von Frau Dr. Otto wieder einen schwachen Moment. Hatte ich gar nicht. Ich habe die jedenfalls nicht von Levin bekommen. Ich habe die von einer Putzfrau. Welche Putzfrau gibt dir denn bitte schön Schokoriegel, Marcel? Oh Mann, sie hat den für sich gekauft, für ihre Pause. Und dann hat sie den eben liegen lassen. Und da habe ich ihn eingesteckt. Mensch. Ich glaube. Ist aber so. Ich habe sonst keine Fragen mehr. Keine weiteren Fragen. Dann bleibst du unvereidig. Danke, nimm bitte hinten Platz. Levin Otto, bitte. Ah.
Da ist ja der hinterhältige Spargel. Meinst du mich? Ja, wen denn sonst? Sina, jetzt reiß dich zusammen. Schon gut, hat er halt noch eine Schonfrist. Ich weiß echt nicht, was Sina, du Sina, es reicht jetzt wirklich mal, sonst gibt's richtig zusammen. Ärger mit mir, ja? Ja, ich halte ja schon meine Klappe, sorry. Bin ich gespannt, ob du das hältst. Levin, du musst hier als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Wenn du was Falsches sagst, machst du dich strafbar. 55 StPO, ich belehre dich, du musst auf Einzelfragen nicht antworten, wenn du dich selbst belasten könntest. Ja. Du heißt Levin Otto, 16 Jahre alt, du wohnst in Aachen, ledig, Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Sina. Na, du weißt natürlich, worum es geht. Der Angeklagte wird vorgeworfen, sie soll am Abend des 11. März bei euch in die Küche eingedrungen sein, den von deiner Mutter frisch gebackenen Apfelstrudel gegessen haben und dann soll sie noch deine Mutter mit diesem Nudelholz hier niedergeschlagen haben, um nicht entdeckt zu werden. Ja, und ich glaube auch, dass es die Sina war, weil als ich am Nachmittag mit meiner Mutter vom Einkaufen zurückgekommen bin, da hat die mich schon so saublöd angequatscht. Wann waren das? Ja, das war so gegen 17 Uhr. Und was hat sie da zu dir gesagt? Ja, also die saß gegenüber von der Klinik auf einer Schaukel und ja, da hat sie uns beobachtet, also meine Mutter und mich, wie wir die Einkaufssachen ausgepackt haben. Und dann bin ich nochmal rüber in die Klinik, weil ich meine Mütze mittags dort vergessen hatte. Und da hat sie mich eben angemault, ja, das ist ja die fieseste Nummer von allen, dass ihr da die ganz leckeren Sachen essen dürft und wir nur Salat kriegen. Also darf ich mal was einwenden? Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Wir achten eigentlich sehr darauf, oder ich, dass unsere Patienten in der Klinik nicht mitbekommen, was wir einkaufen, ja, sie und was wir essen. Drauf. Ja, ist halt unglücklich gelaufen. Nur an dem Tag musste alles so unheimlich schnell gehen. Der hat mich ja sogar noch provoziert am Nachmittag. Was hat er denn gesagt? Bei uns gibt's morgen lecker Apfelstrudel, den backt die Mama nämlich nachher noch. Das werde ich ja wohl noch sagen dürfen, ist ja nur die Wahrheit, oder? Ja, du wolltest mich doch damit nur ärgern. Na also gut, wie hat die Angeklagte darauf reagiert? Ja, also die ist dann erstmal so richtig ausgetickt. Die hat mich dann beschimpft, du blöder Arsch und so. Sorry Mama, ja. Aber das hat die wirklich so gesagt. Und dann noch, ja, ihr werdet schon noch sehen, was mit eurem Apfelstrudel passiert. Den hole ich mir nämlich nachher und dann esse ich ihn komplett auf. Aha. Hab ich gar nicht gesagt, sind Schmarrn. Und ob, genau so. Hast du das dann deiner Mutter auch so gesagt? Ja, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sie mal wieder nur irgendeinen Schmarrn erzählt. Aber anscheinend hat sie schon geplant gehabt, wie sie am Nachmittag den Apfelstrudel klauen will. Ey, das ist so fies, wie du hier rumlügst. Aber wahrscheinlich ist es die Rache dafür, dass ich dir mein Handy für 3 Schokoriegel nicht gegeben habe. Ich habe schon mitgekriegt, dass du meiner Mutter erzählt hast, dass ich Schokoriegel gegen MP3-Player tausche. Und? Tust du das? Natürlich nicht, das ist doch vollkommener Quatsch. Genauso wenig lasse ich Marcel meine Hausaufgaben machen. Also, Schwachsinn. Hat sie aber behauptet, irgendwas mit Hausaufgaben, oder? Vorhin. Ja, natürlich. Das habe ich ja sogar gesehen mit den Hausaufgaben. Ich habe das gesehen, wirklich. Und das mit dem MP3-Player, das hat die Tatjana mitbekommen. Die sagt das hier nachher auch noch. Mhm, nur komisch, dass ich sie dann gerade draußen noch gar nicht gesehen habe. Ja, keine Sorge, die kommt schon noch. Ja, ich bezweifle, dass sie kommt, weil die wird mittlerweile kapiert haben, dass sie mit einer Lüge vor Gericht Probleme bekommt. Schon klar. Die Angeklagte und die Zeugin, beide lügen? Ja, sieht so aus, oder? Ich meine, ich verticke doch keine Schokolade an die Patienten meiner Mutter. Was glauben Sie denn, was ich für einen Ärger bekommen würde? Genau, das würdest du nicht tun, ne? Levin? Nein. Okay. Aber ich frage mich, wenn Marcel die Schokoriegel nicht von dir hat, woher hat er sie dann? Keine Ahnung. Ja, immerhin sind auf seinem Zimmer schon bei einer Kontrolle, haben sie ja gemacht, die Kontrolle, ja, schon welche gefunden worden. Ja, das war bestimmt nur eine einmalige Sache. Also, wenn er die Schokolade nicht von dir hat, dann muss er sie ja wohl gestohlen haben, denn kaufen konnte er sich ja schlecht Schokoriegel, denn Patienten dürfen kein Taschengeld haben, ne? Jetzt dreh ich direkt mal wieder hier nach vorn, bitte. Ja, aber Marcel ist doch kein Dieb. Ach so. Ja, und wie kommt dann die Schokolade zu ihm? Fliegt sie zu ihm vielleicht? Oder wie stellst du dir das vor? Ja, keine Ahnung. Es war doch nur eine einmalige Sache mit der Zimmerkontrolle. Herr Vorsitzender, einmalige Sache, Ausnahme. Irgendwoher muss der Marcel doch auf jeden Fall diese Schokoriegel gehabt haben. Ja. Entweder er hat sie von Levin oder aber er hat sie gestohlen. So wie auch schon den Apfelstrudel. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie gestohlen hat. Das war doch nur... Was war das? Ich habe ihm einmal Schokoriegel gegeben, weil... Levin, was hast du? Du weißt, dass das strikt untersagt ist, unseren Patienten irgendwas an Süßes zu geben. Wieso hast du dem Marcel einen Schokoriegel gegeben? Ja, er war halt so traurig und weil er von den anderen mal wieder ausgegrenzt wurde. Und ich wollte ihn halt ein bisschen trösten. Es war wirklich nur eine einmalige Sache. Dafür ist er in der Abnehmklinik, dass du ihm noch einen Schokoriegel gibst. Also Entschuldigung. Ja. Was hast du dabei gedacht? Ja. Er hat die doch eh nicht gegessen. Wir wurden doch gleich gefunden bei der Zimmerkontrolle. Ist ja nichts Schlimmes passiert dann. Was mich noch viel mehr wundert, der Marcel hat vorhin was ganz anderes gesagt, wo er den Schokoriegel her hat. Ach echt? Er hat behauptet, dass er von dir noch niemals einen Schokoriegel bekommen hat. Ach so. Marcel, hm?
weiterhin die Wahrheit sich selber nicht belasten. Was ist denn jetzt wahr, bitteschön? Ja, so wie Levin es gesagt hat. Ach so. Ist doch nur. Und wieso hast du dann vorhin was anderes gesagt? Er hat vorher gemeint, dass diesen Schokoriegel, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Putzfrau vergessen hatte und das dann einfach mitgenommen hat. Er wollte mich wahrscheinlich nicht verpfeifen, weil er mein Freund ist. Also hey, er ist wirklich kein Freund von dir, ja? Marcel, stimmt das? Das ist doch nur eine faule Ausrede. Nein, das sag ist mal, keine Ausrede, es ist die Wahrheit, wirklich. Er wollte also mich halt Marcel einfach nicht ist verpfeifen. Ein Freund von dir. Sina, sag mal, kannst du vielleicht den MP3-Player von dem Marcel genauer beschreiben? Du hast doch gesagt, du hast Marcel immer damit gesehen. Ja, klar. Der ist ungefähr so groß, neongrün, viereckig, 116 GB Speicher, das weiß ich genau. Das ist ja durchaus sehr auffällig. Levin, kannst du mir mal bitte den MP3-Player, den du angeblich von deinen Klassenkameraden zum Geburtstag geschenkt bekommen hast, zeigen? Nee, den zeige ich nicht her. Levin, zeig bitte das verdammte Ding. Nein, das ist meiner. Komm, ich sag das nicht nochmal, zeig ihn. Wo hast Nein, du ihn? Nein, Mama. Doch, so, Feierabend. Hier ist das so, verdammte Ding. Das bitte ist er, das ist Marcel's MP3-Player. Das ist meiner, den habe ich geschenkt bekommen. Ja, Frau Dr. Otto, setz dich bitte wieder hin. Er ist also viereckig, neongrün und hat 16 GB Speicher. Marcel, weiterhin, du musst die Wahrheit sagen, dich selber nicht belasten. Ist das dein MP3-Player? Nein, meiner ist das nicht. Marcel, der ist anders. Es ist deiner. Nein, meiner ist das nicht. Aber seltsam ist es schon. Das ist genau so ein MP3-Player, wie die Sina ihn beschrieben hat. Ich meine, die Sina konnte ja gar nicht wissen, was du vorhin hast. Sie ist ja schon lange nicht mehr in der Klinik. Seltsamer Zufall, was? Levin, sagst du jetzt hier bitte mal die Wahrheit? Beschreibt. Ja. Das ist meiner, das ist die Wahrheit. Es ist das ist nicht ja deiner. Interessant und es passt auch zu dem, was Tatjana Wühler gehört hat. Nämlich wie Levin zu Marcel gesagt hat, wenn du das sagst, dann wird das Foto jeder sehen. Ich habe kein Foto und ich erpresse auch niemanden. So, und jetzt bin ich wieder am Zuge. Ben, mein Mama. Sohn hat keine Kamera. Ben hat ja nur ein Handy. Mama. Und wenn da. Nee, Levin, das ist jetzt mir alles hier zu bunt, was dir vorgeworfen ja, wird. Ja. Dann sind die Fotos auf diesem Schön, Handy und da schaue ich jetzt nach. Du musst die Ermittlungsarbeit hier abnehmen. Ja, nee, das ist mein Sohn. Ich kann das jetzt dazu, einfach hier nicht so alles. Gib's mir wieder, Nein. Du machst noch alles kaputt. Ach Mensch, wie geht denn so ein Mist hier? Vielleicht geben sie es mir, dann versuch's ja. Ich mal. Also, schauen Sie sich das mal an. Ja, das Foto überrascht mich jetzt aber. Also ja. Ihre Theorie, dass die Tat auf dem Foto gefilmt würde, die ist ja damit wohl hinüber. Naja. Geht um was ganz anderes. Mag sein, aber ich kann mir vorstellen, dass man Marcel mit diesem Foto trotzdem erpressen konnte. Levin, was soll das mit dem Foto? Ja, mein Gott, Marcel ist mein Kumpel und ich habe halt ein Foto von ihm auf meinem Handy. Nicht mehr, also nicht wenn es weniger. Ein ganz normales Foto wäre ja, von deinem Kumpel, dann würde ich dir vielleicht zustimmen. Aber Entschuldigung. Das ist kein Foto, das man von einem guten Kumpel macht. Der steht da in einer Unterhose und nicht gerade schmeichelhaften Position. Ja, na und? Na und? Dann schau dir deinen lieben Kumpel doch jetzt mal an da hinten, ne? Das scheint ihm mehr als unangenehm zu sein, dieses Foto. Warum meinst du? Schau mal, Marcel, ich denke, wir können dir helfen. Ich glaube, dass du da in einer ganz blöden Situation bist. Aber wenn wir da gemeinsam rauskommen wollen, dann musst du uns jetzt erzählen, was wirklich passiert ist. Können Sie das Foto bitte sofort löschen? Nee, ich befürchte, das können wir jetzt noch nicht tun. Ich befürchte fast, der Herr Staatsanwalt wird das noch im Rahmen seiner Ermittlungen benötigen. Also Marcel, komm, jetzt raus mit der Sprache. Was ist los? Warum bringt dich dieses Foto so zum Weinen? Und warum hat der Levin überhaupt dieses Foto von dir? Ja, der hat das in der Umkleidekabine gemacht. Ich habe das gar nicht geschickt. Und warum hat Levin das gemacht? Weil er mich damit erpressen wollte. Und da hat er meine MP3-Player auch abgeknöpft. Also Levin, das ist echt unterste Schublade. Also wir beide, wir unterhalten uns da zu Hause drüber. Also, wie war das mit dem Erpressen? Ja, ich sollte wieder für ihn Mathehausaufgaben machen. Und da hat er mich... Einfach so, oder? Hast du dafür was bekommen für die Mathe-Hausaufgaben? Ja, ich habe mal wieder für die Hausaufgaben gemacht und dann als Belohnung kam dann Schokolade. Aber ich wollte sie nie machen, nie machen. Aber ich bin immer Erpressung mit dem Foto. Ja, wie hat er dich denn erpresst? Ja, er hat gesagt, dass er das Foto jedem zeigen wird oder sogar ins Internet stellen wird. Wissen Sie, wie deprimierend das für mich ist, wenn ich irgendwo ein Foto von mir ins Netz sehen würde? Das heißt, du hattest so Angst vor der Veröffentlichung dieses Fotos, dass du alles mitgemacht hast? Ja klar, ich bin doch schon immer wegen meinem Gewicht verarscht worden.
Das ist echt die Hölle, wenn ich mich irgendwo im Internet sehen würde. Hat er dich auch erpresst, hier vor Gericht was anderes als die Wahrheit zu sagen? Nee, das hat er nicht, aber das, was ich gesagt habe, das war fast die Wahrheit. Fast. Was heißt denn fast? Ich habe Sina wirklich aus dem Haus von Frau Dr. Otto kommen sehen. Aber sie hat... Was hat? Aber sie hatte wirklich kein Geld in der Hand, wirklich nichts. Sie hat sie überhaupt was in der Hand gehabt? Nein, gar nichts. Bist du sicher? Ich bin mir definitiv sicher. Die hatte echt nichts an. Dann frage ich mich ja schon, wieso du das vorher behauptet hast. Ist der Haus dann eigentlich? Weißt du, wer das Geld genommen hat? Ja, klar weiß ich das. Ja, dann sag's. Das war Levi. Was? Er hat das Geld weggenommen. Spinnst du? Ich hab das der lügt? Nee, du lügst. Ich habe genau gesehen, wie du an dieser Kasse angegangen bist. Und ich sollte wieder für dich Hausaufgaben machen. Der lügt. Wie gedruckt. Moment, wie konntest du das denn sehen? Ich habe gesehen, wie der an die Kasse angegangen ist. Und ein paar Geld. Ah, du warst bei ihm? Ja. Wann war das? An dem Nachmittag? Ich war bei ihm. Ich sollte wieder Hausaufgaben machen. Und da habe ich gesehen, wie der an diese Dose dran gegangen ist. Hat ein paar Scheine rausgekommen, eingesteckt. Das ist doch wirklich. Und er hat nicht gesehen, dass du das mitbekommst? Nee, mich hat er nicht gesehen. Das ist doch gut so. Absolute Frechheit, wirklich. Und das ist mein eigener Sohn. Aber ich frage mich dann trotzdem, wieso hast du das dann nicht gleich gesagt, sondern die Sina belastet und behauptet, du hättest bei ihr das Geld gesehen? Wenn ich irgendwas bei der Polizei gesagt hätte, da hätte Lev mich noch weiter mit dem Foto noch mehr drangsaliert. Deswegen konnte ich nicht anders. Seltsamer Schluss, aber wenigstens hast du jetzt noch genug gegeben. Sina, du hast auch gehört, was der Marcel jetzt gesagt hat. Ne? Hast noch was zu sagen? Ja, nur dass die beiden Jungs hier rumlügen und sich alles so zurechtbiegen, wie es ihnen gerade passt. Na, ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl, dass die da zusammenhelfen, oder? Ja. Du bleibst dabei, dass du nichts gemacht hast. Natürlich. Ich meine, was weiß ich dann, ob Levin nicht doch seine Mama niedergeschlagen hat und der Marcel das jetzt bloß nicht zugeben möchte. Also ich sag da nichts mehr zu, ganz ehrlich. Also noch weitere Fragen an die Zeugen? Keine. Dann bleibt sowohl der Levin Otto als auch der Marcel Schließer unvereidigt. Nimm mal bei deiner Mutter Platz. Ich nehme an, da kannst du dich auf einiges gefasst machen. Ja, Herr Hoppe, dann hätte ich bitte gern noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Gerne. Also, Sina ist ein sehr unsicherer Teenager. Sie hat das Gefühl, dass jeder in ihr nur das kleine, dicke Mädchen sieht und nicht die Person, die dahinter steckt. Ihr Vater entzieht sich aus Erziehungsfragen komplett. Was ihr wiederum das Gefühl gibt, dass sie komplett unwichtig ist in der Familie. Die Stiefmutter scheint es zwar gut zu meinen, vergisst aber völlig, dass Sina gerade zu Hause jemanden braucht, der sie nicht auf ihr Äußeres reduziert. Ich habe manchmal auch die Befürchtung, dass gerade dieser Druck, den sie in puncto Abnehmen auf sie ausübt, doch zu hoch ist und letztendlich nur nach hinten losgehen wird. Sina ist ein kluges Mädchen und absolut strafrechtlich verantwortlich. Eine Gewalttat passt aber eigentlich nicht zu ihr. Falls es zu einer Verurteilung kommt, denke ich, dass Sozialstunden reichen. Dankeschön, Herr Hoppe. Dann haben wir hier noch einen Auszug aus dem Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Bisher nicht vorbestraft, also keine Eintragung. Ein Vorsorglicher geht hier noch der rechtliche Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs in Tateinheit mit Diebstahl geringwertiger Sachen in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung in Betracht kommt. Das hieße, statt Paragraphen 249 und 250 hätten wir dann 123 Absatz 1 und Absatz 2. Strafgesetzbuch. Irgendwelche Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Großgericht, der Verteidiger. Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung, insbesondere aufgrund der Aussage des Herrn Schließer, der ich voll folgen kann, war es so, dass die Angeklagte, die Frau Dr. Otto, niedergeschlagen hat, nachdem sie befürchten musste, dass sie entdeckt wird, weil sie hier den Kuchen gegessen hat und damit eine geringwertige Sache gestohlen hat. Und im Übrigen war es der Levin, der dann das Geld seiner Mutter geklaut hat. Aber Sie sind überhaupt nicht beeindruckt von dieser Hauptverhandlung. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie angerichtet haben. Und das sollen Sie eigentlich mitnehmen, geistig. Ja, durch einen solchen Schlag mit dem Nudelholz, da haben Sie es nicht mehr in der Hand, ob nur in Anführungszeichen so eine Verletzung rauskommt oder ob der Mensch stirbt. Und für mich mangelt es bei Ihnen an Einsicht und an Reue. Und ich beantrage deshalb gegen die Angeklagte, gegen die selbstverständlich noch Jugendrecht anzuwenden ist, einen Freizeitarrest und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, es ist doch gut möglich, dass Marcel Schließer uns gerade eben nicht wieder die ganze Wahrheit erzählt hat, sondern uns hier nur mit der halben Wahrheit bedient hat. Und warum? Weil er nämlich selbst diese Tat begangen hat. Weil er selbst es war, der da in die Küche von der Frau Dr. Otto eingedrungen ist, den Apfelstrudel gegessen hat und sie dann schlussendlich niedergeschlagen hat. Die Frau Dr. Otto selber hat leider nicht gesehen, wer der Täter war. Und es gibt keinerlei Spuren meiner Mandantin auf dem Tatwerkzeug, diesem Nudelholz. Ich beantrage deshalb
mangels Tatnachweises für meine Mandantin Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. So, Sina, hast gehört, was die beiden gesagt haben? Jetzt kannst du selbst was dazu sagen. Du kannst dich verteidigen. Du hast auch das letzte Wort. Ich sag dir nichts mehr zu. Gut, nachdem du ja noch keine 18 bist, hat auch dein Vater noch die Gelegenheit zum letzten Wort, Herr Bussmann, wenn Sie was sagen wollen? Nein, heute ist schon alles gesagt worden. Gut, dann ziehe ich mich mit den Chefen zur Urteilsberatung zurück. Das Volk verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Sina Bussmann ist schuldig des Hausfriedensbruchs in Tateinheit mit Diebstahl geringwertiger Sachen, in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 123 Absatz 1 und 2, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, 248 klein a, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einem Freizeitarrest sowie zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Von der Auferlegung von Verfahrenskosten wird abgesehen. Sina, ich habe es dir am Anfang gesagt, hier wird niemand wegen seines Gewichts oder Körperumfangs verurteilt. Nein, wir verurteilen dich deswegen, weil wir dem Marcel glauben. Gut, die Frau Otto hat dich nur gehört. Der Marcel hat gesagt, er hat dich gesehen. Wieso sollte denn der am Ende plötzlich einräumen, dass du doch nichts in der Hand hattest, kein Geld in der Hand hattest, wenn das nicht stimmen würde? Ich meine, mit dem späteren Ändern seiner Aussage kratzt er doch ganz massiv selber an der Glaubwürdigkeit seiner Belastung. Ja? Also da zu sagen, um uns auf diese Argumentation zu locken, hat er das gemacht. Ich glaube, das ist echt um eine Ecke zu viel gedacht. Wir glauben ihm, da gibt es keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Was also bleibt, du bist ins Haus rein, das ist ein Hausfriedensbruch, das wäre gar nicht so schlimm. Ein Apfelstrudel essen wäre eigentlich auch nicht schlimm. Wer von uns hat nicht schon mal Heißhunger auf einen Apfelstrudel oder Süßigkeiten gehabt und wäre bereit gewesen, sogar weiß Gott was dafür zu tun? Nein, das ist schlimm. Schau, der Schlag mit diesem Nudelholz, weil du nicht entdeckt werden wolltest, das ist wirklich schlimm. Zum Glück war der Apfelstrudel schon in deinem Bauch, sonst wäre es nämlich ein Raub gewesen. So ist es einfach nur ein Diebstahl und danach eine gefährliche Körperverletzung. Aber die Verletzungen sind schon ganz massiv und deswegen glauben wir auch, obwohl du nicht vorbestraft bist, dass hier schon ein kurzer Arrest, also ein Wochenende notwendig ist, dazu noch 30 Stunden gemeinnützige Arbeit. Gegen das Urteil kann dein Papa als Erziehungsberechtigter noch innerhalb einer Woche Berufung und Revision einlegen. Vielleicht trotzdem noch ganz kurz an Sie, vor allem an die Stiefmutter. Machen Sie es bitte nicht, bauen Sie da bitte keinen Druck auf. Ich bin sicher, der Druck führt genau zum Gegenteil. Die Frau Dr. Otto hat gesagt, sie ist eine Frustesserin. Jetzt hoffe ich nicht, dass du aufgrund des Urteils wieder zur Frustesserin wirst. Ist ja so, wenn man aus Frust isst, nimmt der Frust ja nicht ab, sondern nimmt zu, weil man selber auch zunimmt. Du wirst sagen, der kann leicht reden, der hat eine dicke Robe an, da hat es super viel Platz drunter. Ich verspreche dir aber, wenn ich bei jedem Angeklagten, der frustrierend für mich ist, einen Schokoriegel oder einen Apfelstrudel essen würde, dann würde selbst diese Robe spannen. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Marcel Schließer wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Levin Otto wurde wegen Erpressung, Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz und wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Woche Dauerarrest und 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Da seine Mutter wegen des gestohlenen Geldes keinen Strafantrag stellte, blieb er insoweit straflos.